Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nazarenalter und bei Space Engineers Co-op. Ja, zusammen mit dem Sven, der hier gerade die Aussicht die Wand vor der Nase zuschweißt, genau. Ja, literally. Da sieht man ja die Wand vor lauter Bäumen nicht. Und ich versuche derweil, also ich habe jetzt in den Folgen schon mal ein bisschen Dinge getan, und zwar hier unseren kleinen lustigen... Jäger mal irgendwie ein Stück weit zerlegt. Ist das dann ein Jägermeister? Oh, es tut mir leid. Nein, tut's nicht, und das ist das Schlimme daran. Aber was ich nicht ganz verstehe... Ach so, deswegen kann ich die Blöcke nicht zusammenbauen, weil die waren nie getrennt. Mhm, okay. Da war nur ein anderer dazwischen. Ah, siehst du, man lernt nie aus. Ja, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich mir gerade irgendwie diesen riesen Krampf... aber muss ich einen Krampf geben? Ist auch übrigens sehr dunkel hier im Weltraum, ne? Ja. Denn im Weltraum sieht dich niemand blind vor dich hintasten. Ja. Kommen wir zum Wetter, es ist scheißkalt und dunkel. Mhm, genau, so schaut's aus. Also im Prinzip Winter in Deutschland, nur mit weniger Regen. Ja, so kann man das auch formulieren. aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist ja gar nicht mehr, Winter in Deutschland. Naja, es ist irgendwie sowas, was ich gerne Frühling schimpfen möchte. Mhm, genau. Wir hatten gerade Frühlingsanfang und heute war eigentlich ganz nice. Ja, schon. Also es war nicht zu kalt, es war nicht zu warm. Da kann man nicht meckern. Genau, ich hatte heute den ganzen Tag das Fenster offen und ich habe die Heizung abgeschaltet. Ich hatte den ganzen Tag das Fenster offen und die Heizung musste ich nur halb aufdrehen. Genau. So, ihr könnt euch denken, was hier gerade passiert, nämlich jemand schraubt einen Miner zusammen. Ich hatte eigentlich gehofft, das mal irgendwann zwischen den Folgen zu schaffen. Spoiler Alert, habe ich nicht. Deswegen müssen wir jetzt hier zusammen ran. Und das, was jetzt hier ein bisschen doof ist, dieser ehemalige Jäger, der jetzt mittlerweile irgendwie, eigentlich mehr Batterien und ein paar Stahlblöcke ist, der ist natürlich hier batterietechnisch ein bisschen komisch aufgebaut. Und jetzt müssen wir uns irgendwie überlegen, wie wir da jetzt irgendwie ein vernünftiges Leitungssystem von Miner reingepuzzelt kriegen. Das wird ein bisschen lustig. Und vor allem muss ich parallel dazu aufpassen, dass ich irgendwie auch die Verbindung zu dem Landing Gear erhalte, so dass das Ding weiterhin am Schiff pappen bleibt und nicht plötzlich irgendwie wieder frei in der Gegend rumschwäbelt. Mhm. Anbei, du flirst wieder. Oh, ja, okay, dann ist das jetzt so. Genau, also ich wollte dir nur Bescheid geben, dass dem halt gerade so ist. Alles klar. Ja, falls ihr euch wundert, wir haben heute ein wenig Soundprobleme im Stream mit Discord. In der Aufnahme sollte alles in Ordnung sein. Zumindest, wenn es so klingt wie das, was ich gerade auf den Ohren habe. Was ist das? Der Markus muss mal die schwarze Decke von der Leine nehmen, dann wird es auch wieder hell im All. Ach so einfach geht es. Siehst du, da habe ich wieder was gelernt. Oh, passend zu meinem T-Shirt ballert mir jetzt tatsächlich gerade der Prometheus-Soundtrack aufs Ohr. Okay, das ist gut. Ja, finde ich auch. Prometheus ist das ja von... Macht schon was mit dir. Ist ja von einigen sehr gehatet worden. So schlecht fand ich den gar nicht. Nö, ich auch nicht. Also kann ich an der Stelle tatsächlich nicht so ganz nachvollziehen, warum man da sagt, nee. Weiß ich nicht. So, jetzt aber mal zu wichtigen Fragen. Was machen wir hier? Wir müssen ja hier irgendwie einen Connector dran kriegen. Ach, so ist richtig. Und hier vorne um die Ecke. So, mach mal den Connector bitte oben dran. Oben? An dein Schiff. Ja, bitte oben. Oh, jetzt stellt er auch noch Ansprüche, ich glaub's ja nicht. Ja, natürlich, weil ich würde dieses Schiff, das du da gerade bastelst, gerne unten an das Schiff ranhängen. Okay. Das hat auch einen Grund, weil wir da die Conveyor-Leitungen unten dran haben, tatsächlich. Okay. Ja.
Und würden wir die oben ranbauen, würden wir, müssten wir quasi oben auch nochmal Conveyor-Leitungen machen. Und bei dem derzeitigen Rohstoffmangel hätten wir damit leichte Probleme. Ja, verstehe ich. Okay. Ja, ich muss hier jetzt nur echt aufpassen wie ein Schießhund, dass ich nicht versehentlich die Batterie abtrenne vom Landing Gear. Dann fliegt hier nämlich alles in der Gegend rum und das wäre schäbigst. So, wir setzen das hier in die Mitte. So. Oh, SDRG G ist so ein gutes Ding. Ja. Denk dran, ne? Mod-Beschreibung muss unten in die Folgen rein. Ja, die muss ich immer aktualisieren und am besten mal, das, es gibt noch eine Mod, die man installieren kann, die spuckt einem einfach alle Mods, die drauf sind, wieder als Datei oder irgendwie als String aus. Mhm. Weiß jetzt nur gerade nicht, ob ich die aktiv habe heute. Ich glaube nicht. Ist dann was er zwischen den Folgen Markus auch wieder nicht macht. Ja, genau. Da warten wir dann auch wieder bis zur Folge 100, ne? Genau. Nee, Spaß beiseite. Wir haben die Mod Blockpacker installiert. Die, nachdem ich jetzt hier gerade irgendwie auch rumrenne, kann ich euch das zeigen. Es wird wieder ganz, ganz furchtbar. Man guckt irgendwo hin, drückt STRGEG und dann hat man hier entsprechend den Block, auf den man gerade geschaut hat, in der Hand. Ja, bang, schön. Ja, ich glaube, ich werde zwischen den Folgen mal den Teamspeak-Server reaktivieren. Okay, ja, dann ist das wohl so. Gute Nachricht ist, du hast noch 24 Minuten Zeit, bis das passiert. Ja. Nur, dass wir dann halt gleich dran denken. Ja. So, dann ja, zerflexen wir hier nochmal so ein bisschen Kram. Vielleicht reicht es jetzt auch erstmal von Anfang. Lass nur schauen. Okay, von das hier sieht doch geht gut eine aus. Verbindung rüber, oder? Ding, 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 ding. Du bist ja, ein. Das ist alles verbunden. Das heißt, ich kann hier ganz ruhigen Gewissens abflexen. Ohne dass wir hier in Probleme geraten, hoffe ich. So, jetzt hat sich der Sven einen Connector an der Oberseite gewünscht. Das finde ich insofern ganz praktisch, weil das beantwortet, was wir als, wie wir jetzt irgendwie, was heißt beantwortet es nicht, aber es setzt zumindest schon mal den ersten Schritt. Nämlich, wo haben wir überhaupt Förderleitung? Hier werden wir eine haben. Dann brauchen wir natürlich an der Stelle einmal den Kollegen. Siehst du, da fängt die Frage jetzt schon an. Eigentlich muss ich ihn so setzen. Dann hätte ich aber, na gut, dann 1-2 Cargo-Container können wir machen. Beziehungsweise weißt du was? Okay, das ist vielleicht ein bisschen Platzverschwendung. Wir packen da den rein. Den drehen wir jetzt flach. Und dann können wir nochmal links und rechts den Container reinmachen. Andere ja, Musik? Keine Ahnung. Ja. Andere Musik? Ja, legt es mir fehl. Leute, habt ihr Invasion geschaut? Science-Fiction-Serie auf, ich glaube, Apple TV? Nein. Mangels Apple TV. Richtig großartig. Okay. Großartig. Ich warte auf die nächste. Ich warte auf die nächste Folge. Also beziehungsweise auf die nächste Staffel. Okay, ja. Also ich meine, ich persönlich bin jetzt erstmal natürlich auf die Fallout-Serie heiß. Das gebe ich gern und offen zu. Und es ist ja auch nicht mehr so lange. Das sind jetzt irgendwie noch, keine Ahnung, noch nicht mal mehr 3 Wochen. Ja. So, und dann 2,5 Tage später haben wir dann wahrscheinlich wieder die Staffel komplett durchgeguckt und denken, toll, in 2 Jahren kommt die nächste. Ja. Yep. Das ist wahrscheinlich sehr korrekt. So. Die gute Nachricht ist auf jeden Fall schon mal, dass uns jetzt die Batterien nicht mehr auseinanderfliegen. Das ist schön. Die schlechte Nachricht ist aber, dass uns immer noch ein Miner drumherum fehlt. So. So, was aber an dem Aufbau ganz witzig ist eigentlich, wenn ich also drüber nachdenke. Haben wir denn Ionentriebwerke? Machen wir die alten? Nee. Niemand hat die Absicht, alte Ionentriebwerke zu verwenden. Ja,
komm, wir nehmen wieder die Warfare, wie immer. So Leute, ihr habt gesagt, ich werde diese Funktion nicht sehr oft benutzen. Wie ich sie oft benutze. Wie sie mir das Leben so viel besser macht. Ja, Quality of Life ist ein Ding. Ja, ja, ist es, ist es. Was brauchen wir eigentlich, um einen Reaktor zu bauen? Reaktorkomponenten? Ja, das meine ich, meine der Progression, die haben wir noch nicht freigeschaltet. Wahrscheinlich einen großen Assembler oder irgendein Quatsch. Wahrscheinlich. Nee, tatsächlich nicht. Nee. Was will er denn dann? So, und dann kommt hier. Ach ja, natürlich die große Raffinerie ist logisch, damit, damit wir Uran verblasen können. Mhm. So, aber rein theoretisch heißt es, wenn wir jetzt hier das alles gebaut haben, brauchen wir die ganze Linie nicht mehr. Das klebt ja jetzt von selber zusammen. Und wieder sind wir bei dem Thema Spiegel. Habe ich heute noch viel zu selten gesagt. Das ist richtig. Und ich gehe Reacher in die dritte Staffel, okay? Reacher ist komplett an mir vorbeigegangen. Eigentlich können wir mal was machen. Oh ja, ich könnte auf mich schalten. Weil bevor das ich dahin jetzt wieder 12 kleine Triebwerke anbaue, gibt's ein fettes. Die Frage ist nur, wo? Vielleicht da? So? 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 Ja, komm, ich gehe heute einfach mal designtechnisch ganz neue Wege. Das kann gut sein, muss es aber nicht. So. Und dann so, kommt. Dann wäre hier wahrscheinlich noch ein H2O2. Hier dann quasi der Schrägeblock ran. Ich will gar nicht wissen, was er da draußen baut. Eigentlich will ich es schon wissen, aber irgendwie will ich es auch nicht wissen. Ich glaube, es wird dir gefallen. Also ich versuche mich tatsächlich designerisch an Schönbau. Da bin ich ja gespannt. Wir brauchen dann auch irgendwo einen Hangar oder sowas vielleicht. Müssen wir dann auch mal schauen. Ja, unten. Ach, du willst einen nach unten aus dem Bauch raus? Oh, das ist eigentlich eine schöne Idee. Ja, genau. Weil wenn ich mir hier so das Teil angucke, wäre das halt gut. Ja, tatsächlich, ich mag die Idee. Gefällt mir. Ja. Und dieser Innenraum hier drin, das wird kein leichter sein. Da kommen später noch Fenster und so rein, aber ich wollte gerade nicht kostbare Ressourcen in Fenster stecken. Ja gut, ich meine, im Zweifelsfall, wenn der Miner mal fertig ist, dann können wir auch irgendwie einfach mal 3 Kilo Stein irgendwie aus dem Asteroiden rauszerren und dann kann man auch so Sachen wie Glas und sowas machen. Das ist dann schon okay. Was war noch Dreh? Ja gut, ansonsten ist natürlich noch ein Thema Warhammer-Serie, ne? Aber ich glaube, da werden wir noch ein bisschen warten, bis die kommt. Ich glaube 26 haben sie gesagt, frühester Moment. Boah. Gut. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, also irgendwie, um das auch irgendwie optisch schön zu machen, Kostümbau und so, wahrscheinlich, geht das meiste Budget in dem Fall wirklich für die Props und für die Kostüme aus. Oder alternative Warhammer Starter-Sets, falls die Schauspieler sich mal die Vorlage angucken wollen. Genau, Budget ist leider schon aufgebraucht. Alle Leute haben Warhammer-Armeen gekriegt. Genau, nein, nicht alle Leute. Die 5 Hauptcharaktere haben jeweils eine Starter-Armee gekriegt. Und dann war das Budget halt weg. Ja. Das ist deswegen so lustig, weil es wahr ist. Ja. So, hier haben wir das Ding drin. Ich würde gerne hier dann rauskommen und hätte hier an den Seiten gerne Geschütze. Da muss ich mir dann nochmal was einfallen lassen. Dann. Ja, aber das mache ich dann nachher. Dann sollten wir vielleicht hier oben durch den zentralen Gang, wenn wir da die Möglichkeiten haben. Ja, geht sogar tatsächlich, weil... Nein. Nee, geht nicht. Da ist schon Loch. Dahinter ist schon Weltraum. Komm doch mal her. Komm doch mal zu mir. Ah, wo ist Guck mal. Nuckelein. Hier unter das Schiff. Guck mal.
Hier sind die Conveyor schon angeschlossen und hier ist ein, schon eine Förderverteilweiche dran. Darf ich nur eine Frage stellen? Ja, was denn? Warum sind die nicht in der Mitte? Weil ich auf Kostenersparnis gegangen bin und Materialersparnis und hier ist direkt der Conveyor auf der Seite. Hier ist auch ein Conveyor, da müssen wir halt nur die Gyros nochmal umsetzen. Hier, da. H2O2, der funktioniert genauso. Ja, ich wollte halt so schnell wie möglich da rankommen und ja, okay. Die Sachen langen halt gerade nicht. Zweite Außerdem Frage. Außerdem war hier quasi schon ein Conveyor drin, mhm. Der hier oben dann zu einem Dings führte, zu einem. Ja, aber trotzdem zweite Frage. Möchtest du vielleicht wenigstens mal so jeden zweiten oder dritten einen von den Reinforced setzen, einfach weil die Haltepunkte haben? Wenn uns da einer abfliegt, dann ist halt gleich die ganze Linie irgendwie lustig am durchs Schiff poltern. Ach so. Ja, das würde ich dann machen, wenn wir dann soweit, sind. Wenn wir dann Materialien haben. Das ist ein Problem für die Zukunft, wenn. Genau. Das ist genauso wie das Einparken oder richtig fliegen ist ein Problem für den Zukunfts-Markus. Verstehe. Mhm. Ich bin übrigens total glücklich darüber, dass ich mal wieder einen Miner baue, weil ich habe schon lange keinen Miner mehr gebaut, ne? Sag mal, kann es sein, dass Triebwerke nicht luftdicht sind? Ja, das ist tatsächlich korrekt. Also beziehungsweise der hintere Teil von dem Ionentriebwerk ist luftdicht. Mhm. Der vordere nicht so. Okay, gut, dann sollte das hier ja trotzdem luftdicht sein. Okay. Ja, sollte. Sollte. Wenn nicht, klebst du von unten eine Platte dran, dann ist das. Ja, ich habe die Platte gerade weggemacht. So. So, das sieht doch schon mal ganz praktisch aus hier. Was hältst du eigentlich davon, dich daran mal nicht zu verkünsteln, sondern einfach ein Cockpit drauf? Und dann halt einfach einen Bohrer ran. Ich verkünstel mich gar nicht. Ich muss aber hier draußen erstmal die ganze alte Scheiße wegkriegen. Das wird doch nicht fertig in dieser Folge. Das wird doch einfach nicht fertig. Möchtest du ein bisschen Käse zu deinem Wein? Das wird doch niemals fertig. Ich bin gerade mal am gucken, aber ich sehe tatsächlich auch gerade überhaupt keine Radarsignale oder so. Das. Markus, komm mal kurz zu mir. Ich bin auf deiner linken Seite. Ja. Guck doch mal genau in meine Richtung. Was ich da Leckeres in diesem Asteroiden sehe. Ja, da sind wir doch extra genau deswegen hingeflogen. Ach so, sind wir das? Ja, sind wir. Wir haben das Ganze. Wir waren ja eigentlich schon viel weiter vorne und sind dann im Rückwärtsgang zurückgeflogen, weil. Ach so. Ressourcen. Okay. Na gut. Na gut. Außerdem stehe ich auf dem Kopf. Da kann ich mich auf den Kopf stellen. Ja, das ist richtig. Okay, also die Seite hier kann ich noch nicht zumachen. Das ist aber auch okay. Da kommt dann der Markus noch rausgeflogen. Hallo Fanti, wie geht's dir? Hallo Silent Times. Das Silent Teil ist ja schon die ganze Zeit da. Ja. Das klingt wie bei den Triebwerken, hat er geschrieben. Ich weiß noch nicht was. Vergesst nicht die oberen Triebwerke, wird gerade empfohlen. Sehr guten Ratschlag. Wir haben insgesamt zwei kleine Triebwerke, die nach oben gehen. Möchte ich nur mal erwähnen. Nee, okay, es sind sechs. Ja, es sind sechs. Ja, das ist okay. Ich frage mich, ob die Teile hier angeschlossen sind, hier drunter. Okay. Ja, Tunnelbohrmaschine dauert länger als meiner. Das ist tatsächlich korrekt. Hier? Warum ist denn hier ein Rotor dran? Der Deko. Kann mal weg. Der kann einfach mal weg. Einfach nur Deko. Alternativ könnte man natürlich einen kleinen Projektor dran basteln und dann den als Schiffsprojektor verwenden. Doch. Und was bist du hier? Kann man tun. Du bist verstärkte gebogene Förderleitung. Okay. Die ist noch ganz. Dann. So, hier mal ein Blöckchen reinknallen. So. Ich glaube, wir gehen mal noch einen nach innen. Erstmal schön blockig machen das Ganze.
Ja, hier hinten raus, hier hat der Markus die einfache Raffinerie rangeklatscht. Jetzt muss man natürlich gucken, wie wir das Ding dann... Wie man das Ding dann irgendwie verkleidet. Im Zweifelsfall löschen, neu machen. Ich weiß, das ist eine sehr verrückte Strategie. Kommt nicht Ecke. Jeder drauf. Was stimmt denn schon wieder nicht mit dem Jungen heute? Der Junge ist heute ein bisschen geistig überlastet. Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Ich meine, der hat heute sein Profil geschrieben. Ich weiß ja aus Gründen, dass du heute jetzt irgendwie nicht den allergeilsten Tag aller Zeiten hattest. So. Ja, aber wir müssen hier tatsächlich so oder so umgestalten, weil hier sind tatsächlich Batterien einfach frei. Freie Batterien in deiner Umgebung warten auf dich. Ja, ganz genau. Das würde ich mal anders lösen. Die würde ich gerne anders einbauen. Oh, schon wieder die Energie leer. Okay, ich glaube, ich muss mal rein. Ich glaube, ich muss mal an die Dingsstation ran. So, 4 nach unten, 4 zur Seite, 4 zu der Seite, Bremsen fehlt noch und Bohrer fehlen noch. Was hustet er schon wieder? Was? Du hast gerade gehüstelt. Ich hüstel gar nicht. Mir wird immer vorgeworfen, ich wäre passiv-aggressiv. Aber das stimmt gar nicht, ich bin ganz aktiv-aggressiv. Du blödes Sau, du. Ja genau, der Junge muss mal an die frische Luft. Warte, mach ich dir. So, einfach mal. Oh nein! Das kommt dabei raus. Genau, das Soundproblem ist nur noch selten. Das stimmt, es wird besser. Okay. Ja, dann muss das Discord einfach noch ein bisschen reifen. Genau. Ja. So, was haben wir denn hier? Also, 1, 2. So, eins, dann hätte ich gerne 2-mal wunderschöne Drill. So, da mache ich jetzt auch einfach mal Kerzen gerade dran, sonst wird mir wieder vorgeworfen, dass ich verkünstel. Danke. So, und ich mache hier mal kurz ein bisschen Licht, das hilft hier drin hoffentlich beim Bauen. Das sagst du so. Ja, ich glaube, das kann man so lassen. Ja, ich glaube, das können wir so lassen. Und ich glaube, wir können das hier wegnehmen, damit wir hier drin noch ein bisschen mehr Platz kriegen, gefühlt. So. Das Schiff braucht eine Ladestation für Energie. Entweder das oder die Ladestation für Energie braucht einen besseren Zugang. Ja, da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Also tatsächlich bin ich mit diesem dämlichen, mit dieser dämlichen alten Passage, die irgendwie als Aufzug für arme Leute gelten soll, irgendwie nicht glücklich. Das hat man früher so gemacht, heute, naja, macht man es wahrscheinlich auch nicht anders. Aber heute lässt man einfach ein Loch. So, dann brauchen wir einen Haufen kleine Triebwerke. Das kriegen wir hin. Wir haben ja genug Ionenkomponenten. Das sei denn, Sven hat sich gedacht, oh cool, guck mal, das sind Triebwerkskomponenten. Die verblase ich doch jetzt mal alle in die... Man muss ihn mal lassen, er weiß ja, was ich tue. Ein einfach Loch in die Decke machen, genau, im Zweifelsfall mit den Bohrern, ne? Wir haben ja was eingebaut, womit wir nach draußen kommen. So. Und dann machen wir den hier. Oh, und Moon, Leute. Moon, so ein guter Film. So ein genialer Soundtrack. Ja, man merkt, ich bin schon wieder, ich bin gerade wieder sehr im Audio, im großen Audio-Game. Im großen Audio-Game, okay. Mhm, gibt's auch ein kleines? Mhm. Ja. Ich nehme aufrechtgestellte Treppenrampen. Ja, stimmt, das kannst du auch machen. Das ist wenig Platz und geht schnell nach oben. In irgendeinem Stream hat ja mal jemand auf Vorschlag von jemand anderem einen Gravitationslift gebaut. Das war auch ganz witzig. Du meinst eine Gravitationskanone? Nein, Lift. Wir hatten falls du dich erinnerst, das ist jetzt auch schon wieder 1,5 Jahre her oder so,
in dem Stream, in dem ich das letzte Achievement gejagt habe. Also sprich, wo ich... Stimmt, oh ja, das ist eine Weile her, ja. Stimmt. Wo ich irgendwie einfach einen Rust Raider genommen habe und den irgendwie irgendwie brutal umgeschraubt habe. Mhm. Da hatten wir einen Gravitationslift drin. Das war lustig. Hat allerdings aus der First-Person-Ansicht wenig Spaß gemacht. Das glaube ich. Weil sich halt einfach die Kamera nicht sofort umdreht. Oh, ich habe Immunschwäche. Was? Steht im Chat. Tut weh. Ah. Oh. Oh. Richtig, danke für dieses Oh. Ich möchte jetzt eigentlich gerade einen Sound Alert für dich feuern, aber. Aber das könnte mir dann wieder jemand übel nehmen. Und vielleicht geht dann der Sound auch wieder nicht mehr richtig. Ja, genau. Sound Alert gefeuert, alles geht kaputt. So, das war ein tragender Sound Alert. Genau. Nein, ernsthaft, also ich vertraue Discord halt einfach gerade nicht. Ja, das kann ich verstehen. Das kann ich wirklich verstehen heute. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Es rumpft halt immer noch manchmal. Das ist, mich nervt das tatsächlich so ein bisschen. Das ist das Audiogame, Sven. Ja, genau. So, das heißt, ich brauche nochmal so 6 oder so. So. Müssen wir uns nur noch überlegen. Ach so, ja, super. Wir können ja dann tatsächlich die Station, also die Erste-Hilfe-Station können wir dann hier rein umziehen. Weil wir haben ja hier drunter läuft dann ja der Conveyor. Au. Schiff. Was war das gerade? Du hast das Ding da gerade gesetzt und ich war mittendrin. Das meine ich nicht. Das war gerade. Wir bewegen uns. Das meine ich. Was? Das ist korrekt. Mit 0, nee, jetzt nicht mehr. Okay. Wurden wir von irgendetwas angebumst? Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Also, wir trinken was. So. Da habt ihr ein paar sehr unappetitliche Schluckgeräusche im Stream. Mm. Lecker. Und ekelhaft ist es auch noch. Mhm. So. Boah, wenn Ritze mich diese Frau noch ein bisschen anschreit, ne, ist meine Mut auch gleich ganz low. Und wie, die war schon mal besser heute? dieses hier, da raufkommen ist halt. Energy low. Ich reiß jetzt hier diesen Durchgang raus. Mal gucken, ob wir dann hier gleich einen Leck haben. Ja, haben wir. Ja, das führte zu einem Leck. Für eine Stunde des Spielzeits sind wir schon recht weit gekommen. Ja, insbesondere weil man noch berücksichtigt, dass wir dazu noch Audioprobleme hatten, ne? Ja, das stimmt. So, und jetzt kommt wieder, ihr könnt es euch denken, die gute alte Retro-Future-Panzerung in einem wunderschönen Stahl-Blassblau. So, kommt man hier theoretisch durch? Nein, kommt man nicht. Also man kommt nicht durch, aber der Sauerstoff entweicht. Spiel! Warte mal. Ein bisschen blauer. Warte mal, ich könnte doch theoretisch Shift P und G. So. Shift P. So. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ist das die. Nein, es ist natürlich nicht die richtige Richtung. So. Und jetzt passt es wieder nicht. Dass ich halt auch nicht sehe, wenn sich die Rotation ändert. Ich habe T ausgeschaltet. Was? Ja, und es rotiert halt trotzdem. Du hast T nicht ausgeschaltet, du hast es eingeschaltet. Das sehe ich von hier. So. Jetzt. Ja. Sag mal, hast du... Geh doch da durch! Dann geh doch da jetzt durch! Ja, Moment, ich stecke gerade mit dem Reaktor fest. So, wo muss ich denn jetzt wieder hin? Wo bin ich denn jetzt hier?
Nein, ich werde hier verhungern. Darf ich hier um die Installation eines nach unten zeigenden Andock-Schnörpels bitten, der mit dem Conveyor-System verbunden ist? Ja, wenn wir die Dings dafür haben, ja. So. Wir machen das jetzt nämlich so hier. Weil dann würde ich mich nämlich jetzt gleich darum kümmern, dass wir mal ein bisschen Material holen. So, weißt schon, Eisen in Mengen. Eine Frage noch von Freund, wie baue ich das am blödesten so nicht? Ich könnte eigentlich hier links, rechts 4 Stück an die Außenseiten packen. Nee, das ist die falsche Richtung. Das ist nur ein bisschen übertrieben, sieht aber glaube ich ganz cool aus. Warte mal, haben wir... Ach, weißt du was, dann machen wir es einfach. 4, Shift, P, G, so. Hinten sieht noch ein bisschen kacke aus, das müssen wir dann noch irgendwie verkleiden, aber erstmal brauchen wir ein bisschen Material. Das heißt, ich werde diesen Miner tatsächlich mal ein bisschen unverkleidet durch die Gegend fliegen. Gut, dann... Oh, jetzt kommt man hier schön rauf. Kann das ganze Zeug hier weg. Ich würde hier trotzdem mal dieses halbe nochmal 2 Schrägen anbauen, einfach nur... Ihr wisst schon... Falls wegen? Sachen kaputt gehen. Einfach wegen? Ja, Gründe, wie immer halt. So, dann kommt der ganze Schmodder hier noch weg. Das dauert wahrscheinlich jetzt noch am längsten. Und dann können wir Ressourcen sammeln sehen. Das seht ihr bei den ersten nächsten Folge. In diesem Sinne, wie immer. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs Mitfiebern und für all die Kommentare. Bis dann. Tschüss. Und fürs Fremdschämen. Tschüss.